So, nachdem die beiden Tage, die letzten beiden Tage ein bisschen unergiebig waren, hoffe ich heute Nacht wieder auf bessere Bilder. Da hängt ein Knödel. Man sieht, wie hoch der da hängt. Wenn ich hier hingehe, geht er mir bis zum Hals. Der ist sehr hoch. Gucken wir mal, ob er den holt. Und man sieht, es hat geregnet, ein bisschen, ein paar Tröpfchen. Ich habe eine neue Idee, wo er reinkommt. Zeig mal eben. Auch für mich selber, damit ich hinterher gucke, ob es dann gestimmt hat. Damit ich da Maßnahmen ergreifen kann. So, der Topf, der angebundene Topf, der hat sich nicht bewährt. Den lassen wir heute mal weg. Wir kommen wieder zur Glasschale zurück. Kammer steht schon da. Da kommt die Glasschale hin und Wasser. Da war ja der Topf angebunden. Die ziehen den immer nur weg und haben da irgendwie Angst vor. Ich vermute, die haben Angst davor, den Kopf in diesen dunklen Topf zu stecken. Das verdeckt ja dann in dem Moment die Augen. Hier ist die Glasschale. Verdeckt die Augen und macht sie unsicher. Die müssen ständig rundum mit allen Sinnen genießen, nein, wittern können. Und das vermute ich, das ist der Grund, warum sie den Topf nicht mögen. So, da war der Punkt, habe ich heute Nacht nochmal eine Kamera hingestellt gehabt, da war aber nichts. Da habe ich jetzt mal so einen kleinen Stamm vorgelegt, da war nichts. Also Kamera stand hier und hat darüber geguckt und nichts. Da sind die Füchse nur vorbeigelaufen. Hier so, darüber. Da habe ich gedacht, na, hier drüben kann doch vielleicht was rein. Und siehe da, bin fündig geworden. So, da steht die Kamera schon. Sieht man da? Jo. Gehen wir eben hier rein. Ah, da. Na, sieht man das? Warte mal, ich zeig mal. Ich nehme mal Zeigestock. Da. Hier. Da unten drunter. Da sieht es genauso aus wie drüben. Da ist schon Erde weggekratzt hier. Da gehen sie wohl rein. Das werden wir heute Nacht wissen, weil die Kamera da steht und hoffentlich Strom hat. Gut. Jo. Nein, ich verkneife mir das jetzt. Ich wollte noch so einiges über... Ja. Nein, ich will das jetzt nicht. Politik und so weiter und so fort. Das zieht mich nur runter. Das muss ich nicht haben heute. Wie ich das überhaupt in letzter Zeit gar nicht mehr haben kann. Ich hoffe, das wird eine schöne große Demonstration da in Berlin. Und ja, die wird natürlich wieder entsprechend begleitet werden durch unsere Qualitätspresse. Aber das kennt man ja schon. Ansonsten geht das hier seinen Gang. Da ändert nichts was dran. Da ändern auch Wahlen nichts dran. Ich richte mich hier in meinem kleinen Kosmos ein. Und gut. Hoffe das Beste, fürchte das Schlechteste. Und ich fürchte wirklich. Gut, wollen wir es auch nicht mehr zu lange halten. Alles bestens. Bis Danny. Und über die Tage soll das ja moderates Klima sein, dann fahren wir nochmal wieder Motorrad. Ich hätte Lust, mal wieder mit der Tausender zu fahren. Bis Danny, tschüss.